Aber trotzdem. Ah, Hukubo-Spuren. Gibt's hier auch noch. Ist das wegen Hukubo-Wald gleich daneben? Nee, irgendwie nicht so. Trotzdem. Da vorne war ich schon mal mit dem Schiff. Jawohl, ich hatte recht. Krass. Was ein Vieh. Emerald. Also quasi Smaragd. Hab ich. Ich hab sowas nicht. Nein. Ich habe das nicht. Toll. Was mache ich jetzt? Fliehen? Kriegst den. Ja, ich habe aber keinen. Brabbelbug. Ich habe keinen Emerald. Oh Mann. Was zum Teufel? Wir müssen fliehen. Wir gehen ja nicht töten, den Guten. Tut mir leid, Elfe. Lauft! Habe ich ihn gerade ausgerüstet oder habe ich ihn gar nicht? Ist dann die Frage. Nee. Also, meine hier haben sie nicht dabei. Ach, das ist ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ich hoffe, ich kann den Kampf wieder machen. Dem wieder begegnen. Es wäre nämlich blöde, wenn das jetzt einmalig war und ich nicht mehr rankomme. Das ist doch bestimmt die Festung, wo dieser Typi da war. Der Name schon genannt, ich weiß gar nicht. Ich weiß, wie er heißt, deswegen will ich es gerade gar nicht sagen. Niemals der weißbärtige Typ da in der einen Sequenz, der da kam mit dem Schiff hier, mit dem Luftschiff und Krujas Pläne da vereitelt hat. Ob das seine Festung ist da, sein Schloss, ich weiß ja nicht mehr genau. Was komme ich da gerade nicht hin? Ah, Manno, ich brauche einen Emerald. Wieso mal das nicht übersetzt wurde mit Smaragd? Keine Ahnung. La 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 la. Ich finde hier irgendwie keinen Ort und nichts. Es soll ja doch eher eine Stadt sein, oder? Also was? Ich bin jetzt aber auch nicht mehr im Süden. Sollte ich schon wahrscheinlich Süden in südlich halten, so. Dreh dich mal. Aber hier geht's gar nicht weiter. Hier hieß auch, hä? Ach, hier. Bum, 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 bum. Ist auch eine. Oh, nochmal Hukubo-Spuren. Ist auch ein total lahmer Kontinent irgendwie. Ist ja gar nichts los. Hier steht nichts, hier ist nichts zu finden und überhaupt sowieso. Ganz schön enttäuschend. Kein Wunder, dass hier keiner lebt. Null Action. Dam, 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 dam. Bestimmt lebte hier mal eine hohe zivilisierte Kultur, die ja sich ausgerottet hat oder so. Guck mal da, sieht doch gut aus. Und das habe ich gerade für Kokobo-Wald gehalten, HB. Da kam ich gar nicht hin, das zu checken da hinten. Naja. Also, Eul wert. Dann mal hin da. Oha. Sieht aber komisch aus, die Schrift. War sonst ein bisschen hübscher irgendwie. Wir haben hier eine Variation in der Musik des Intro-Themes quasi im Startmenü. Naja, Mimosa. Ich hab nur an Modron was, tut mir leid. Es ist sehr selten, dass hier jemand vorbeikommt. Aber wenn du schon mal hier bist, dann kannst du bitte diesen Brief mitnehmen. Hupo. Klar, an Moel. Oder Moel. Hab ich auch schon mal gelesen, den Namen, ja. Ui. Ui. Ja, oh. Das sind sogar gute Sachen hier. Naja, für den einen oder anderen. Hä? Ach ja, war nur zum Werfen da, das Ding, ne? Für Mahagons Werfdingens. Egoisten-Rive. Scheint ja gut zu sein. Ich schau mal meinen zweiten davon, ist nicht teuer. La, 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 la. Baskenmütze. Ganz neu. Judo-Kittel. Judo! Goldrüstung, auch mal gleich zwei mitnehmen. Und ich bin. Oh! Out of money, aber nicht so schlimm.
Ich brauche nichts mehr kaufen. Ich muss mal wieder mehr kämpfen. Und ich meine, zack, ist mein Geld wieder alles weg. Ah, toll. Nichts Neues dabei. Ich meine, ich könnte natürlich vorher checken, einmal kaufen und dann gucken, ob das irgendwie was bringt für mich. Aber, ach, zwei neue Sachen schon hier. Da müsste ich auch mal Zeit investieren, da fühlt mir auch zu blöde. Nichts Neues. Hier war ich auch nichts gekauft. Nee. Nur mal gucken, was da so ist. Dösen wieder. Ach ja. La la la. Felsenfest. Immerhin. Nehmen wir. Hier war nichts Neues. Moment, warte. Egoistenreif hatte ja Dingens. Ja, deswegen habe ich es ausgetauscht, weil das doch 6 gegen 2. Nur Gewinn und Verlust, das passt schon. Judo Kettle! Kann er jetzt eh nicht anziehen. Okay, naja. Dafür, dass es so teuer war, gar nicht mal so ergiebig an Fähigkeiten und so weiter oder guten Items, die mich jetzt verbessern tatsächlich. Zumindest nicht in meinem jetzigen Team. Komm ich da überhaupt rein? Ist das der Eingang? Hm. Sesam, öffne dich. So ein fettes Tor. Wie sollen wir es bloß aufkriegen? Oh, vergesst die Frage. Nun, ich denke, das dürfen wir ruhig als eine Aufforderung einzutreten missverstehen, oder? Naja, dann wollen wir mal. Frei nach dem Motto, tritt ein, bring Glück herein. Dam, dam. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade ein spontanes, optisches Erinnerungs-irgendwas-Dingens an Madain Sari. Aber irgendwie auch nicht. Ein Morgenschein. Bestimmt was zu werfen, ha? Möglicherweise. Es gibt hier offenbar viele Orte gleich, wo ich hingehen kann. Eine Kugel. Offenbar nur eine dekorative Bedeutung. Oder war es schon? Geht's nicht weiter? Oh, die. Oh, ach. Hä? Ist doch was gewesen. Eine 1. Ich habe eine Kugel benutzt, angefasst. Und jetzt ist sie verschmiert beim Matschpfoten, mein Fett abdrücken. Und dadurch wird sie ganz dunkel. Verstehe. Alles ja nachvollziehbar. Ich komm, ach so, ich muss rumlaufen. Toll. Und Kämpfe. Was ist das denn? Gibt's hier auch keine? Ich will wissen, was das ist. Nee. Entschuldigung. Ah, für... Toll, noch was Neues. Oh, Mann. Ich kann es gar nicht ausrüsten. Was ist das? Ist das ein Planet? Zweifelsfrei handelt sich hierbei meine Art Schrift, aber... Mutter, Ter... mehr kann ich nicht lesen, keine Ahnung. Seef, bist du in der Lage, diese Schrift zu lesen? Es ist weniger, dass ich es lesen kann. Vielmehr sprechen die Schriftzeichen mit mir. Ich raff das auch nicht so ganz. Aha. Also, Hokus Pokus Philippus. Bam! Stahlrüstung! Oh Mann, ich kaufe eigentlich Sachen, wenn ich hier gleich wieder ganz viele Sachen finde. Ach, wieder bloß Dösen. Immer noch Dösen, Dösen, Dösen. Oi! Ups. Was geht denn hier ab? Auch kurioser geht, weiß ich jetzt keine Kämpfe, wie es aussieht. Ist auch eine Kugel, die ich anfassen muss? Ziemlich komische Kugel irgendwie. Klopf, klopf. Keine Reaktion. Ist bestimmt die Hauptkugel. Wenn ich alle anderen aktiviere, geht die an. Würde ich bald behaupten. Ich habe Angst vor diesem Laser da unten. Irgendwie ist der... wie suspekt. Noch eine Truhe. Federstiefel. Die habe ich ja schön. Warte, warte. Da war was. Da. Ist auch Kugel? Nein. Keine Reaktion. Kommt vielleicht auch auf die Reihenfolge an. Ah, geil.
da tut sie doch was. Ein Schiff aus einer alten Hochkultur. Wusste ich's doch, wusste ich's doch. Aus längst vergangenen Tagen. Also doch eine bestimmte Reihenfolge. Und der ist jetzt nicht aktivierbar? Doch. Ein Kriegsschiff. Technisch auf unterem Stand. Leicht in der Fertigung. Liest du das gerade oder habt ihr jetzt ihn gesprochen oder was? Kriegsschiff Invincible. Testmodell? Prototyp fehlgeschlagen? Da. Kriegsschiff Invincible. Erstmodell. Hä? Das derzeitig verwendete, verbesserte Modell. Tja. Ein Fragezeichen hinter jedem Satz können wir sehen, dass der absolut... Ach, Kraftkittel nach Judo-Kittel. Toll. Absolut noch irritiert davon ist, was hier passiert. Toll. Nehmen wir aber. Halt, warte. Nur mal kurz austauschen. Hast du etwas zum Lernen mit drauf? Nee. War nur eine Idee. Wozu kaufe ich einen Judo-Kittel für so viel Geld zweimal, wenn ich danach gleich einen Kraftkittel bekomme, der viel besser ist? Mann. Oh. Hier war ich doch schon mal. Ist das hier zu? Sieht zu aus irgendwie. Ich hatte recht. Ist die Tür schon versiegelt? Na toll. Ach, jedenfalls geht sie so nicht auf. Aber echt komisch, dass ich kein einziger Kampf kommt. Hab mich schon getäuscht. Upp. Ah ja. Epitaph. Doppelgänger. Ah nein! Töte das Biest. Eiko bin ich. Am Arsch bist du. Stirb! Schon ein bisschen brutal, die dort zu töten. Aber was soll's. An sich habe ich ja damit kein Problem, was ich in den Nerven säge. Nein. Komisch, schon wieder Eiko. Ob das vielleicht Eiko... Oh, aua. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nein, nein. Ah, nicht auf Steiner. Steiner war zu Stein. Zu offensichtlich. Schon wieder Eiko. Ich muss hier sogar noch töten zum Schluss. Mensch, Mensch. Steiner Stein. Oh, toll. Ist jetzt total dauerhaft Stein? Naja, das gibt's doch nicht. Ich muss mich mal eben gegen Stein schützen. Das geht ja so nicht. Dann brauche ich unbedingt das Ding. Stein und Gips. Also Götterspeise brauche ich mal eben bei allen. Götterspeise. Scheint mir recht wichtig zu werden. Ich habe auch die ewig viel Goldnadeln. Hast genug Leben, mein Freund. Glaub mir das. Hat er gar nicht. Dann müssen wir eben... Oder warte. Soll ich anderen was doch unter Götterspeise? Nee. Doch da. Es ist Götterspeise. So. Nicht unter Götterspeise. Alles gut. La 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 la. Jetzt mal rechts rein. Ach Mensch, Stilzkin, wie kommst du denn hier hin? Mocknet. Ma, da ist Moel. Danke für den Brief von Mumisa. Mimosa. Ja toll. Kupo. In letzter Zeit hat mir Mokki Milan keine Briefe vorbeigebracht. Mir war schon ganz einsam zumute. Ich lese ihn gleich mal, Kupo. Das ist doch hier am Arsch der Welt auf dem verlassenen Kontinent. In letzter Zeit kommen ja gar keine Briefe mehr an, Kupo. Warum denn nur? Sag mal, Moel. Willst du dich mal schnell zur Mokka-Zentrale gehen und dich beschweren, Kupo? Mir reicht's nämlich mittlerweile, Kupo. Aber stimmt, momentan, ich habe ja auch Briefe bekommen in letzter Zeit irgendwie.
Kann es sein, dass es noch eine Nebenquest mit Mochimilan gibt, dass er jetzt irgendwie verstollen ist oder so? Ich weiß es nicht. Ah, ich will Mimosa nicht verärgern, sonst regt er sich wieder so auf. Er? Sondern sie. Aber wenn ich nur wüsste, wo die Zentrale ist. Nimm das zum Dank, Kupo. Kuponos, yay. Okay. Ihr müsst schon noch Brief an mich übergeben. Ich mach das für euch, ne? Willst du nicht das Drei-Teile-Set bestehend aus High Potion, Emerald, ja, und Elixier für 888 Gil kaufen? Da ist der Emerald. Na, endlich. Ich mal gucken, was der macht. Ich will ihn auch nicht sinnlos weghauen jetzt. MP 10% Schnee. Natürlich dann doof, den wegzugeben. Offenbar da coole Sachen. Dann muss ich noch warten mit dem, mit der Elfe da. Fürchte ich. Ich habe bisher noch, glaube ich, keinen. Also, ich habe mit Freya noch keinen MP plus 10% irgendwie. Auch wenn ich glaube, dass es auf lange Sicht nicht nötig sein wird, das Ding zu haben. Ja, mehr Dings im Kampf oder so. Wobei mir gerade einfällt, gibt es überhaupt Status Aua? Status verbessernde Items hier in Teil 9? In Teil 7? Ach, gab es ja welche. Aber hier habe ich noch keins gesehen. Wie so eine Steckekapsel oder. Ich weiß gar nicht, wie die bei Teil 8 hießen. Um halt den Status permanent nach oben zu hauen. Ich glaube, sowas habe ich hier aber noch nicht und auch noch nicht gesehen bisher. Und ich meine, soweit ich im Spiel bin. Toll. Müsste ich es aber schon finden können oder gefunden haben. Toll, Phoenix wäre voll. Ich könnte mal verkaufen davon vielleicht demnächst. Ich wollte irgendwas überprüfen gerade. Genau. Habe ich sowas schon. Aber hier. Nee. Alles, was ich nutzen kann, ist hier oben. Sie wollen jetzt zum Teil kein Schwein. Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Egal. Egal. Ja, 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 ja. Auf! Gaia-Kittel. Den habe ich schon, oder? Der kommt mir bekannt vor. Nein, der ist auch neu. Alter Falter. Oder warte mal. Das fällt doch ein bisschen besser. Ich habe gar nicht überprüft. Gut, alles geht runter. Also der ist defensiv ausgelegt, offensichtlich. Aber dafür auch nicht schlecht. Also ich verliere zwar da, zwei Mal will es sowieso wurscht bei ihm. Ich verliere einen Stärkepunkt, kriege ich komplett nie mäßig. Aber so, zack. Was es ja für neue tolle Sachen auf einmal gibt in den Kisten. Oh, was ist das denn? Ist das ein... Nee, überhaupt nichts ist das. Kein Ausrufezeichen? Hallo? Aber wo komme ich jetzt weiter? Ach, guck mal, hier komme ich, glaube ich, runter. Aha. Dieses komische Teil da an der Decke, was ist das? Da ist so eine komische Malerei am Boden, aber nur um das zu beleuchten. So ein riesen Ding auffängen? Ich weiß ja nicht. Also wissen wir nicht, was wir jetzt machen sollen. Schön. Jetzt war ich dann hier in einem Ort einmal gewesen. Innerhalb... wo komme ich denn? Da. Innerhalb dieses Gemäuers. Aber ich scheine nicht weiterzukommen. Ich will mal das hier deaktivieren. Geht das? Scheint nicht so... Okay. Vielleicht habe ich jetzt die komische mittlere Kugel da aktiviert, nachdem ich die Dingens da angemacht habe, diese komischen Hologramme. Jetzt bin ich hier ganz falsch spannend. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte hier mehr als Spoiler lassen sollen, ich hätte mich mal ein bisschen belesen sollen, was ich jetzt machen soll im nächsten Dungeon. Wäre auf jetziger Sicht gesehen sinnig gewesen. Ich suche irgendwas zum Aktivieren, Leute. Ein Kampf! Da, oha! Sind das Trolle? Jausepriester. Aha! Na klar. Die bekannten, berühmt-berüchtigten Jausepriester. Wer kennt sie nicht? Ich übrigens, bis eben. Mann, ich stell die alle weg hier. Die Spencers und Freyers. Müssten wir verhindern, würde ich sagen. Chakra! Oh, 999. Das ist ja ganz doll.
Schelm war das. Oh, was jetzt? Ist er traurig? Das heißt, dieser Gemütszustand. Fest gelernt, sehr schön.